Jo, auf in die Übertore Challenge zum Champions League Achtelfinale und zur Euro League. Und ja, bevor wir damit anfangen, wir blicken zurück und aufs letzte Wochenende. Was hatte der Jörg? Der hatte begonnen. 2 Tore nur in Frankfurt. Dann 2 Tore nur in Stuttgart. 3 Tore immerhin in Lyon. Ein 1:2. Und dann einen sehr guten Underpick mit einem Tor in Getafe bzw. Madrid, ja ein Vorort. Das waren somit insgesamt 6 und ich hatte BVB gegen Hoffenheim 4 Tore, Bayer Leverkusen gegen Mainz 4 Tore und auch international 3, Crotone, Sassuolo. Mein anderer nicht so gut bzw. Burnley gut in Fahrt, 3 Tore. Bei Crystal Palace, das waren aber insgesamt 8. Somit habe ich die Runde gewonnen und wir haben einen neuen Zwischenstand. Ich habe wieder ausgeglichen, 13:13. Und machen wir doch so weiter. Gut, ihr hattet auch mitgemacht und ja, gewonnen hat eindeutig und hier eingeblendet. Und Glückwunsch, The Goal, seinem Namen alle Ehre gemacht. 11 Treffer, die Vierer-Kombi wäre auch so drin gewesen, deswegen völlig verdienter Sieger. Seine Partien hier ja auch eingeblendet, BVB, Bayern, das 3:3. Ja, wird sich der Jörg, glaube ich, vielleicht ein bisschen ärgern, dass er es nicht genommen hat, aber egal. Ja gut, ist so passiert. Crotone hat er auch dabei gehabt und ein gutes Under mit 2 Toren in Eibar. Gut, Glückwunsch nochmal, er hat auch ein Fan-Team Champions League Ticket. Wahrscheinlich gerade erhalten. Wer Interesse hat an Fanteam, hier unten in der Videobeschreibung gibt es Infos. Bin sehr gespannt auf dieses Champions League Turnier. Viel Erfolg auch, The Goal. Alles klar, dann darf ich diese Woche auch beginnen, beziehungsweise ich sag mal kurz das Regelwerk. Das machen wir im Achtelfinale so, dass die Runde über 14 Tage läuft. Zur Wahl stehen in Sachen Champions League alle Hinspiele diese Woche, kommende Woche. Und Euroleague halt von der jetzigen Runde, Hin- und Rückspiel, ja, diese Woche, nächste Woche. Könnt ihr dann entscheiden, ansonsten alles identisch. Auch das Regelwerk nochmal im Detail, im angepinnten Kommentar. Lest es euch lieber durch, bevor ich da 10.000-fach korrigieren muss. Alles klar, gut, ich beginne und ja, die Wahl fällt nicht so schwer. Ich nehme Lazio gegen die Bayern, weil ja, die Bayern haben es mal wieder gezeigt, hinten löchrig und Lazio natürlich halt auch mit einer enormen Offensivqualität. Immobile natürlich gegen die Bayern sowieso und gegen deutsche Clubs immer top motiviert und ja, die haben echt ein paar schöne Ballkünstler am Start. Lazio, ja, eigentlich so letzte Hoffnung, Champions League, weil Meisterschaften in weiter Ferne, Pokal raus. Gut, und die Bayern sind gerade zu bezwingen und ich glaube, die werden da auch schon richtig schön angreifen. Die Bayern werden vielleicht auch in Rom immer nur reagieren. Ich könnte mir ein Hin und Her vorstellen, kein typisches Hinspiel könnte das so werden. Meine Vermutung. Gut, bin ich gespannt, wie der Jörg weitermacht. Ja, willkommen auch von mir zur nächsten Folge der Übertoren-Challenge. Der Vinny hat ja schon die Bayern genommen, hätte ich als erstes auch genommen. Mein erster Pick ist jetzt auch nicht besonders überraschend. Das ist nämlich Atalanta gegen Real Madrid. Atalanta, gerade international, immer extrem torreiche Spiele gehabt. Ich glaube, das kann man sich nicht entgehen lassen, auch wenn sie momentan nicht so gut drauf sind. Aber kann man nicht auslassen. Die zweite, zumal auch Real Madrid, hier finde ich immer noch Schwierigkeiten hat, die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Mein zweiter Pick, lange hin und her überlegt zwischen dem Barca gegen PSG-Spiel und dem Gladbach-Spiel. Ich nehme Gladbach gegen Man City. Die Idee da mal ist, ich glaube, Gladbach hat von der Spielanlage schon die Mittel, um City weh zu tun. Gleichzeitig ist City zurzeit extrem stark drauf. Ich glaube auch, dass Gladbach vielleicht ein bisschen demoralisiert ist wegen des im Sommer anfallenden Trainerwechsels. Ich glaube, Man City wird das Spiel gut für sich gestalten und auch ein paar Tore erzielen. Die internationalen Spiele von Gladbach waren ja auch immer relativ torreich. Deshalb habe ich mich letzten Endes für das Spiel Gladbach gegen Man City entschieden. Und natürlich hat er mir auch meine zweite, dritte Wahl weggeschnappt. Und dann bleibt es jetzt an mir und ja,
Die beste Wahl ist einfach Barca gegen PSG. Habe ich natürlich dann so ein bisschen auch entschieden, ja, wo sind die stärksten Stürmer am Start? Messi, Barca zu Hause, das funktioniert eigentlich zumindest immer mit ein paar Törchen. Und Mbappé, ja, vielleicht startet der ja auch mal durch. So stabil ist die Barca-Abwehr ja auch nicht. Aber gut, das ist die vierte Wahl bei mir. Hoffen wir einfach mal das Beste. Dann fange ich Euroleague-mäßig an und da nehme ich das Rückspiel kommende Woche. In Rom, Roma gegen Braga, weil ich glaube, das sind beides einfach so dermaßen offensiv selbstbewusste Teams, die hinten auch so ab und an ihre Problemchen haben, wilde Spiele kreieren können. Und das erwarte ich unabhängig, wie das Hinspiel jetzt ausgeht am Donnerstag, auch im Rückspiel. Ich glaube, da gibt sich keiner auf, egal wie der Hinspielendstand war. Beide wollen weiterkommen, für beide ein wichtiger Wettbewerb und da geht's ab. Ich hoffe so ein 3-3, 4-4, aber gut, müssen wir auch erstmal das Hinspiel abwarten. Das auf jeden Fall mein Euroleague-Pick. Rückspiel nächste Woche Roma gegen Braga. Ja, kommen wir jetzt zur Euroleague. Ich habe ja letzte Saison gelernt, dass es mehr Sinn macht, die Rückspiele zu nehmen, weil da mehr Tore fallen. Das hat der Vinny auch mit seinem Tipp gemacht, sowohl letztes Jahr als auch jetzt in dieser Runde. Ich habe mich trotzdem für ein Hinspiel entschieden, weil mir das die Spielpaarung einfach passt. Und zwar Salzburg gegen Villarreal. Villarreal ist auswärts extrem stark. Wenn man da versucht, nach vorne zu laufen, dann passiert bei Villarreal was. Also ich glaube, dass die Mannschaften sehr gut auskontern können. Und Salzburg schätze ich so ein, dass die gar nicht ein torarmes Spieler produzieren können. Von daher habe ich das Hinspiel genommen, weil es mir wichtig war, dass Villarreal auswärts spielt. Und Salzburg wird auf jeden Fall nach vorne rennen. Villarreal wird das auszunutzen wissen. Und ich denke, dass dann ein 2-2 oder ein 1-3 oder ein 3-1 irgend sowas in dem Sinne drin ist. Deshalb nehme ich Salzburg gegen Villarreal. Mein Underpick werde ich jetzt ein Hinspiel nehmen, also die Theorie befolgen. Ich nehme Maccabi Tel Aviv gegen Schachtar Donetsk. Maccabi Tel Aviv hat in der Euroleague in den drei Heimspielen extrem torarme Spiele produziert. Und ich glaube, dass sie eben sehr vorsichtig agieren werden, um das Spiel nicht gleich schon im Hinspiel zu verlieren. Donetsk wird auch meines Erachtens zwar guten Ballbesitz, Fußball spielen, die sind aber auch nicht so durchschlagskräftig, gerade gegen Gegner, die sich hinten reinstellen. Die werden auch im ersten Spiel nichts erzwingen. Von daher glaube ich, dass das ein guter Underpick sein wird. Ich hatte sonst noch überlegt, ob ich das Auswärtsspiel von Dynamo Zagreb nehme, habe mich immer dann für Tel Aviv entschieden. Ansonsten allen viel Spaß beim Wetten, beim Tippen. Gucken wir mal, was ich die Australian Open auch noch durchbringe. Und wir hören uns auf jeden Fall vorm Wochenende mit den Bundesligaspielen. Macht's gut, viel Spaß, ciao! Okay, das ist natürlich ein interessantes Under, hatte ich mir so gar nicht rausgeschrieben. Ich nehme stattdessen Granada gegen Napoli, weil Neapel in der Euroleague ja häufig diese Auswärtsspiele sehr torarm gestaltet. Sie sind defensiv stark, neulich auch ein 1:0 bis zum Schluss verteidigt gegen Juve. Okay, das war ein Heimspiel. Granada auch eher ein Under-Team. Okay, die können sich reinboxen, aber sowas erwarte ich dann wirklich eher mit offenem Visier im Rückspiel. Von beiden Seiten dann auch mehr so geführt. Napoli aber insgesamt eher ja, gegen so robuste Teams dann auch torarm und ja, ein bisschen lauernd auf Torchancen vielleicht, aber nicht unbedingt. Es muss ein Auswärtstor dort schon zu erzielen fürs Reglement. Deswegen denke ich mal 0-0, 0-1, 1-1, sowas in der Art ist doch gut denkbar. Gut, dann haben wir sie alle beisammen. Macht auch alle gerne wieder mit. Schaut euch bitte erst das Regelwerk im angepinnten Kommentar an. Wie gesagt, ich habe keine Lust, alle Fehler da unten zu korrigieren. Es gibt auch wieder ein Fan-Team-Ticket zu gewinnen, irgendein Premier League-Ticket. Geht ja jetzt auch über 14 Tage, deswegen, ja. Haut mal rein und viel Erfolg. Tschö, bis zum nächsten Video.